Hallo Leute und herzlich willkommen bei Vlog 100 und Hähne, wie er sich die Schuhe zumacht. Wow. Spannung pur erwartet euch in diesem Jubiläumsvlog. Wir haben euch wirklich ein paar coole Sachen zu zeigen. Wir gehen jetzt nämlich so ein bisschen durch die Berge und durch den Schnee wandern und es ist so viel Schnee hier gefallen in den Tagen, in denen wir hier waren. Das ist unglaublich. Das letzte Mal, dass ich so viel Schnee gesehen habe, auf einmal, ich glaube, da war ich 5 Jahre alt und habe so ein Iglu gebaut aus dem Schnee und habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, dass es irgendwie kalt ist, wir vielleicht nicht nach Hause kommen, weil alles zugeschneit ist, Lawinen eventuell die Berge runterkommen und halt alles, worüber man sich als Erwachsener doch ein bisschen Gedanken macht. Man kann sagen, hoch aufs Erwachsensein, endlich die Sorgen. Auf jeden Fall, düpp, düpp, düpp. Wir haben viel Schnee. Und es ist heute auch saukalt. Ich meine, die anderen Tage ging es noch, fand ich. Aber heute ist es echt saumäßig kalt. Wir waren schon draußen für Fotos. Und wir nehmen euch jetzt mit. Also seid froh, dass ihr nicht mitlaufen müsst durch die Eiseskälte. Schicht 1, Skiunterwäsche. Schicht 2, Fließpulli. Schicht 3, Skijacke. Und Handschuhe. Zählt das als Schicht 4? Nein. Hört auf die sprechende Jacke. Im Winter müsst ihr euch warm anziehen. Es ist viel zu warm für die Jacke im Hotel. Ja, absolut. Und für die Mütze und für die ganzen anderen Schichten. Au! Nein, entschuldige, in die Tasche rein! Wow. Oh, tut mir leid. Ist da dein Handy drin? Ja, Gott sei Dank habe ich es jetzt woanders. Aber gestern war es da die ganze Zeit drin und die einzige Regel lautete, nicht in die Tasche. Ich habe die ganze Zeit in die Tasche geworfen. Wieso versinkst du nicht und ich schon? Ja, aber einen biologischen Vorteil, zumindest für Tiefschnee. Dämliche Schwerkraft. Eigentlich würde ich das hier machen. Du bist so ein Nachmacher und ein Spielchen und ein Baby. Dafür versinkst du im Schnee. Du. Wem auch immer du gehörst, dein Besitzer muss dich freischaufeln. Hauptsache, man sieht das Nummernschild noch. Ja, sonst wüsste man ja auch gar nicht, was es ist. Was bist du für ein Schneehase? Ah, das wird hier echt immer schöner. Und? Lass uns hinsetzen. Hinsetzen? Hier, wir haben Aussicht aufs Dorf. Da wollen wir hin. Schon wieder eine Schneekugel? Ja, pass auf. Jetzt löst keine Lawine aus, bitte. Jetzt treffe ich nur diesen kleinen Schneehaufen hier vorne auf dem Baumstamm und nicht den Baumstamm. Aha, hat ja gerade auch schon so gut funktioniert. Ah, der Schnee, der fällt auseinander. Okay. Mhm, es liegt am Schnee. Liegt am Schnee. Da wollte ich ihn treffen. Genau da, okay. Wir sind wieder zurück im Hotel, nachdem wir 3 Stunden wandern waren, bestimmt. Durch den Schnee ist das so cool, ja. Aber komischerweise ist es echt anstrengend. Wir wärmen uns hier gerade auf unter der Decke. Ha. Ja, es war echt durch den Schnee wirklich anstrengend und wir sind auch so einen Berg rauf zu dieser Kapelle und dann auch wieder runter bis ins Dorf, da haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Ja, und jetzt sind wir hier. Aber jetzt kommt was richtig Cooles. So manchmal hat dieser Job echt so seine Vorteile. Manchmal fühlt man sich auch einfach nur wie ein Schneideroboter und verzweifelt an seinem PC irgendwie und denkt sich, man hat keine sozialen Kontakte. Aber manchmal ist es cool und heute ist ein cooler Tag. Ja. Denn um 21 Uhr schließt hier in dem Hotel der Spa-Bereich. Genau, ja. Sauna, Pool etc. Und netterweise dürfen wir den dann alleine nutzen für 1,5 Stunden, komplett alleine, keiner wird da sein, weil wir da halt so Fotos machen wollten und halt niemanden stören möchten und wir haben einfach nachgefragt und wir dürfen nutzen, wie cool ist das? Kannst halt nicht Fotos machen, da wo Leute sonst nackt rumlaufen, deshalb. Ja, beziehungsweise halt in so Badesachen und so, da fühlt sich auch jeder gestört und ich würde mich auch irgendwie dämlich fühlen, wenn ich dann da so... Ja. Aber das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Ich freue mich riesig darauf und wir machen bestimmt schöne Fotos. 800 Quadratmeter Spa oder so. Voll cool. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erzählt haben, aber Henrik und ich sind auch mega die Sauna-Fans. Oh ja. Also das ist für uns echt so... Ja, ganz toll. Ja. Haben wir auch relativ regelmäßig gemacht eine Zeit lang. Jo, das ist echt cool. Ja. Und so Spa generell und auch Massagen. Das ist schon was Schönes. Na gut. Jetzt werden Fotos bearbeitet, beziehungsweise Videos geschnitten und Mails beantwortet. So ist das. Jetzt werde ich das kleine Mail-Äffchen. Ja, hier haben wir einen etwas anderen Rhythmus als zu Hause. Ja. Aber es lohnt sich und macht Spaß. Ich habe Muskelkater in den Beinen.
Ich noch nicht. Aber vielleicht heute vom Schneelaufen, das könnte sein. Das war echt anstrengend. Okay, los geht's. Ich muss mein Ding sie ausziehen. Und bevor das Ganze hier zu weit führt, sehen wir uns im Spa wieder. Ja, deine Nippel. Okay, wer von euch war schon mal mit zwei Kameras und zwei Handys in der Sauna? Das ist und zum Abschminken. Im Spa. Ich habe sogar einen Ersatzakku mit. Okay, es kommt jemand. Pool. Ja. Nur noch Personal ist hier, sonst niemand außer uns. Genau. Und wir können euch das auch mal zeigen, wie es hier weitergeht. Es ist halt recht dunkel alles gehalten. Was es aber, finde ich, sehr, sehr gemütlich macht. Hier ist noch so eine, wie nennt man das? Schatz? Voll cool. Hier ist so eine Lounge-Area mit so Sitzsäcken und so. Und hier haben wir einen Dampfraum. Oder? Ja, das ist das Dampfbad, genau. Voll cool. Wir waren noch gar nicht da drin. Und hier geht's weiter. Ich glaube, hier ist, Sauna Nummer 1. Hier kann man sich Tee und Wasser und sowas holen. Genau. Oh, ich habe so Durst. Ich habe jetzt schon vor der Sauna. Und Obst. Und hier ist noch eine Sauna. Hier rechts, guck mal. Ups, hier sind Handtücher. Sind wir wirklich alleine? So nicht, dass wir filmen und dann kommt jemand raus. Kommst du rüber? Ja. Vorsicht, Kamera-Equipment. So ein Spa-Besuch hatten wir echt noch nie. Das ist mega cool. Ja, ich finde diese Lampen hier cool. Guck mal. Hähne? Wo bist du? Okay, jetzt kommt Foto Nummer 2 und zwar Hendrik in der Sauna und das ist kein Witz. Wir meinen es wirklich ernst. Und nein, er ist nicht nackt. Leider. Hähne! Aus, wo bist du? Das war echt gut und ich hätte mich vorher abschminken sollen. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg hier raus. Wir gehen jetzt zum Abendessen und wir haben aber eine besondere Aufgabe bekommen. Genau. Ich muss alle Kerzen auspusten. Ja. Und die Frau von der Rezeption hier ist jetzt nämlich auch schon weg und wir haben ihr versprochen, dass wir die Kerzen ausmachen. Da ist noch eine. Vorne im Eingangsbereich waren auch noch welche. Hier hinten habe ich schon ausgemacht. Ja, ja, ich komme mir so fancy vor. Sehr gut. Kerze. Wow, ich habe die schönsten Augenringe ever. Wir sind jetzt im Restaurant angekommen. Und das hier ist unser Menü für heute und ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich am meisten freue, aber... Du bestimmt auf den Apfelstrudel. So, eigentlich war das hier die Vorspeise, die erste, aber die habe ich schon aufgefressen. Aber es hat auch einen guten Grund, denn ich wurde abgelenkt. Sorry. Hi alle miteinander. Ja, wir haben nämlich jemanden hier getroffen. Und falls ihr die Lieben nicht kennt, das ist einmal Carmen. Hi. Diese Konstellation ist so witzig, weil also das ist quasi das ist mein Mann, das ist eine gute Freundin und Fotografin. Und alle, wir reisen immer zu dritt, fragen dann so, wie ist die Konstellation? Und heute haben wir uns vorgenommen, eine Geschichte zu erzählen. Und die heute ist, das ist die Ex-Freundin von ihm. Und die haben eigentlich diese Reise hier gebucht, aber wir haben uns dann so gut verstanden nach der Trennung, dass wir gesagt haben, wir reisen zu dritt. Und ich habe nichts zu sagen. Ich sitze die ganze Zeit nur da. Wie immer. Du freust dich einfach. Tja. Wo habe ich das schon mal gehört? I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind.
just watch me break in your sphere. You're falling into me, touch me, I swear. Hello, herzlich willkommen am neuen, ich wollte sagen morgen, aber es ist abends, wie man am Licht sehen kann. Wir haben heute nicht so viel gevloggt, weil ich weiß, wir wiederholen uns, aber es war halt nicht so wahnsinnig spannend. Im Prinzip haben wir das gemacht, was wir gestern gemacht haben. Wir waren vormittags, beziehungsweise... Hello! Entschuldigung! Auf jeden Fall, wir hätten irgendwie genau das gevloggt, was wir gestern gevloggt haben. Ja. Wir sind solche Routinenmenschen. Wir haben morgens halt Henrik Sport gemacht, ich mein Yoga, dann waren wir frühstücken. Ja. Ehrlich gesagt waren wir gestern noch bis 2:30 nachts wach. Teilweise unfreiwillig, aber ja, weil das laut. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe mir auch gedacht, wir haben so sehr dasselbe gemacht. Ich nerv euch nicht einmal auf Insta-Stories mit denselben Sachen, weil ich hätte wieder vom Fitnessraum was zeigen können und dann wieder vom Wandern, weil wir waren heute wandern. Aber es war mega schön. Wie ich mein Yoga mache. Wie du dein Yoga machst. Auf jeden Fall. Wir wollten euch noch eine Roomtour abdrehen. Genau. Wollen wir uns aufteilen? Ich mache Wohnzimmer und so. Und wir machen alles zusammen. Alles zusammen. Okay. Okay, wir machen alles zusammen. Also. Bitte nicht stören. Von wegen, ganz ehrlich, alles, für das er das Schild aufhängen würde, sollte mit mir stattfinden. Hello. Kann es sein, dass das erste Mal ist, dass du eine Roomtour drehst? Ja. Du hast noch nie eine Roomtour gedreht. Nein, ich fange aber an, wie jede Roomtour anfängt. Das hier ist unsere Eingangstür. Hier seht ihr unseren Flucht- und Rettungsplan. Ja, so fängt jede Roomtour an. Der gelb markierte Bereich ist der, in dem wir wohnen. Der grün markierte Bereich ist der Fluchtweg. Dann seht ihr einen Garderobenständer direkt neben der Eingangstür. Wow, sind das schöne Jacken. Ja, und es sind ausschließlich Sachen von Barbara, bis auf ein paar Schuhe. Und sie hat die Sachen so schnell dahingestellt, dass ich keine Chance hatte, irgendwas von mir aufzuhängen, weshalb das jetzt alles in meinem Kleiderschrank ist. Dein Rucksack da hinten. Der ist voll mit deinen Sachen, zum Beispiel dein Lüge. Notebook, weil es dir zu schwer ist zu Lüge. Tragen. Lüge. Okay, wir gehen weiter in der Roomtour. Das ist unsere Küche. Zu Hause ganz in weiß, hier ganz in schwarz. Genau. Hier in diesem riesigen Kühlschrank ist tatsächlich nur Alkohol. Den wir nicht reingestellt haben. Ja, ja, ist die Minibar. Und Cola. Und meine Reiseeier. Das sind die letzten beiden Reiseeier von 10 Reiseeiern, die ich mitgenommen habe. Und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, Reiseeier, was zur Hölle? Ja, das fragt sich jeder. Aber Henrik hat tatsächlich als Tradition, wenn wir irgendwo wegfahren und es möglich ist, Eier zu kochen und dann mitzunehmen, wie meine Mutter. Ich lege Wert auf eine regelmäßige Proteinzufuhr. Ich esse 2 davon am Tag als Snack. Diese Eier sind einfach... von Sonntagabend, letzter Woche. Und die sind den ganzen Weg aus Deutschland mit uns mitgefahren, gekocht. Und jetzt isst er die immer so abends vor dem Abendessen 2 Stück oder so mit Mayonnaise. Die gekochten Eier aus Deutschland. Oh, Schatz. Nachdem sich hier zu Ende über meine Reiseeier lustig gemacht wurde, wollte ich euch die schöne Siebträger-Imitat-Kapsel-Kaffeemaschine zeigen, die aber nach wie vor sehr guten Kaffee macht. Ja, ja, jemand kennt sich jetzt aus mit Kaffeemaschinen, weil jemand sich total viel informiert hat in den letzten Wochen. Jemand möchte auch eine besondere Kaffeemaschine. Und seht euch das an, ganz viele Kapseln. Sie sind sogar vakuumiert. Ja, aber wir sind jetzt gegen Kapseln, du Stinker. Hast du das vergessen? Nee, ich möchte ja keine Kapselmaschine mehr haben, aber hier gibt's nur eine und das schmeckt eigentlich ganz gut. Okay. Hier haben wir Chipses. Okay, langweilig. So. Hier ist dein Ehering. Warum trägst du deinen Ehering nicht? Das ist nicht mein Ehering, das sind deine. Oh, das sind meine, verdammt. Okay, ja, das haben wir auch noch von zu Hause mitgenommen. Wir nehmen immer so ein bisschen frische Sachen, die sonst schlecht werden, mit oder so. Ja. Nüsse und so. Ich mache immer eine kleine Süßigkeiten-Tüte. Bisschen Tee. Dann geht es weiter zu diesem Esstisch. Ja, ihr seht, hier ist halt alles so ein bisschen in Schwarz gehalten. Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich so jetzt für die Woche, die wir hier sind, mega schön. Vor allem, wenn es hell ist, kontrastiert das so schön mit dem weißen Schnee. Ja. Aber ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache auf jeden Fall. Ich finde das hier ganz gemütlich mit diesem flauschigen Teppich. Ja. Und die Lampen, die gibt es auch im Spa, die finde ich besonders cool. Ich finde die Lampen auch cool. Kamera hingestellt. Stimmt. Und jetzt kommt noch was. Das ist natürlich ein gewisses Highlight an der ganzen Geschichte hier. Der Mann macht Feuer. Ich hab schon Feuer. Irgendwie gefällt mir das. Ich glaube, das ist irgendeine Art Urinstinkt. Hier ein bisschen Asche.
Sehr schön. Es ist echt kalt draußen. Also wir haben hier so im Schnitt minus 5 bis minus 10 Grad. Ja, relativ frisch. Das stimmt. Aber hier sind die schon gut im Hotel. Ja, hier haben wir in der Ecke nur so ein bisschen Kamera-Equipment und das Mikro und so aufgestellt. Ja. Und da das, draußen... Ja, genau, das ist noch was Tolles. Die müssten mal darauf achten, wie hoch hier der Schnee ist. Also wenn ich das... Ja, wobei das geht jetzt mittlerweile schon. Also es war noch viel höher. Ach, es spiegelt sich alles. Es fällt nicht raus. Sehr gut. Rein, meine ich. Mach vielleicht nicht ganz auf. Oh, ist das kalt. Oh, tut die Luft gut. Wow, ist das viel Schnee. Naja. Aber guck mal, ist jemand drauf rumgelaufen? Ja. Oh, es schneit. Große Überraschung. Okay, und dann gehen wir ins Schlafzimmer. Ich komme mit. Hey, wie fandest du meine Roomtour bisher? Du hast dich sehr, sehr gut geschlagen. Okay. Im Schlafzimmer findet ihr ein sehr, sehr schönes, bequemes Bett. Mit einer tollen, fluffigen Bettdecke. Die Bettdecke ist wirklich toll. Man kann ganz viele Sachen damit machen, mit dieser fluffigen Bettdecke. Zum Beispiel... Du bist keine Katze, Hene. Hat doch funktioniert. Schaffst du das auch rückwärts? Guck mal. Ja. Er hat's geschafft. Ja, dann ist in unserem Schlafzimmer noch sie. Ja, Frau in Unterhose und Zigarette im Mund. Ich glaube, wir werden nicht die besten Freunde. Badezimmer. Ja, ich liebe diese Fliesen. Ist ja wirklich alles immer persönliche Geschmackssache, aber ich finde das so schön mit diesen rauen Betonwänden. Und dann hat man so was richtig Schönes. Weiches, glänzendes hier so. Neben der Wanne ist auf jeden Fall noch das Waschbecken. Hier haben wir den ganzen Kram aufgestellt, den wir so mitgenommen haben. Und hier ist der Thron. Wow! Darauf habt ihr alle gewartet. Und ich kann euch sagen, er ist sogar bequem. Und dann kommen wir hier zum letzten Teil vom Zimmer. Hier ist der Kleiderschrank. Oh, es riecht... Nach Kamin. Es riecht so sehr nach Kamin. Müde? Mhm. Wandern im Schnee ist anstrengender als Wandern ohne Schnee. Ja, und Wandern bergauf ist auch anstrengender als Wandern ohne bergauf. Ja. Wir bleiben hier jetzt auf jeden Fall noch bis Montag und wir genießen es einfach. Es ist so schön. Yeah. In den Bergen zu sein. Ich liebe die Berge. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Bergen und Meer, ich würde die Berge nehmen. Das ist interessant, weil ich glaube, die meisten würden das Meer nehmen. Ja, ich habe das Gefühl, nur du hast das schon so oft gesagt. Aber vielleicht hast du es mir schon so oft gesagt. Wahrscheinlich. Du wirst halt eine süße kleine Bergziege. Jo, genau. Wir haben euch, glaube ich, eingangs gesagt, dass wir ins Spa heute noch gehen. Oder war das in der ersten Version? Nein, aber doch. Die nicht gefilmt wurde. Hm. Ich weiß es nicht. Naja. Nee, ich glaube nicht. Haben wir gesagt. Oh, Entschuldigung. Muskelkater. Komm, du Frecher. Ich beiß dich. Du weißt, dass ich es tue. Wollte ich eigentlich aufs Sofa werfen, aber ich habe auf halbem Weg schlapp gemacht. So viele Pfännchen gegessen hier. Hauptsache, wir haben hier jeden Abend so ein 5-Gänge-Menü und Henrik muss aber immer noch mittags so ein Pfännchen so richtig mit Schnitzel, mit Spätzle, mit Rahmsoße und Champignons essen. Und obwohl wir am Frühstück auch noch irgendwie 1000 Sachen essen, weil wir ein Buffet haben. Und Wandern ist anstrengend. Mhm. Und ich habe Hunger. So, weg von der Gemeinen, die immer nur lästert. Ich läster nie! Was ich versucht habe, euch zu sagen, ist, dass wir jetzt gleich noch ins Spa gehen wollten und ich fange sogar, glaube ich, schon an, das jetzt zu schneiden, was wir hier gerade gefilmt haben. Manchmal ist es, ich lasse blöd, weil manchmal ist es echt ganz erstaunlich, was man im Nachhinein noch so entdeckt, was man da eigentlich gerade gefilmt hat. Wir müssen so viele Dinge manchmal rausschneiden. Ja. Naja, auf jeden Fall... Wir hoffen sehr, dass euch dieser etwas andere, etwas komische Vlog 100 gefallen hat und dass ihr noch 100 und mehr weitere Vlogs gucken wollt von uns.
Okay, wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.